Moss, Hill, Lauda, Prost, Senna, Schumacher sind nur einige der Namen von den Fahrern, die den prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco bereits gewonnen haben. Wir werden sehen, welcher Fahrer es heute auf diese eminent wichtige Liste schafft. Der Deutsche Nico Rosberg hat seinen Silberpfeil im gestrigen Qualifying an die Spitze der Tabelle gefahren. Damit hat er einige Leute aufhorchen lassen und nicht zuletzt seinen Teamkollegen Lewis Hamilton geschockt. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. Die schlechte Leistung von Fahrer und Wagen beim letzten Rennen hat Sebastian Vettel zu seinem schlechtesten Ergebnis gebracht. Der Deutsche wird nun alles daran setzen, diesen Nachmittag wieder in Form zu kommen und seinen Fans den besseren, den wahren Sebastian Vettel zu zeigen. Vettel äußerte sich nach dem Rennen kritisch über die Handhabung des Wagens und es gab hitzige Diskussionen in der Werkstatt. Das Team wird alles daran setzen, die Probleme zu lösen und den Wagen besser auszubalancieren. Thank you.
bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen.
du nicht mit DRS vorbeikommst. Für ein Triumph für Nico Rosberg. Der Deutsche hat eine starke Fahrt hingelegt und seinen Mercedes verdient auf Platz 1 gesteuert. Und vorhin auf dem Podium, da hat er das ganze Gesicht gestrahlt und sah unglaublich glücklich aus. Eine tolle Fahrerleistung. Und wenn einer so fährt, dann führt das meist zu guten Ergebnissen, so wie heute geschehen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.